Rhabarber einfrieren und haltbar machen? Geht das? Kurze Antwort vorab, ja, das geht. Tiefgefrorener Rhabarber ist ungefähr ein Jahr haltbar. Wir zeigen, was man dabei beachten muss. Zunächst müssen die Blätter entfernt werden. Danach wird der Rhabarber gewaschen und geschält, um anschließend die Enden abzuschneiden. Zum Schluss wird er in gleichmäßig große Stücke geschnitten und in kochendem Wasser für 3 bis 4 Minuten blanchiert. Das Ganze nun in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. Anschließend muss der Rhabarber komplett auskühlen. Der Rhabarber kann sowohl in Gefrierbeuteln, Kunststoffdosen oder Gläser mit Schraubverschluss eingefroren werden. Wichtig ist, dass man das Behältnis luftdicht verschließen kann, damit keine Feuchtigkeit eindringt. Vergessen Sie nicht, das Behältnis zu beschriften mit Inhalt und Einfrierdatum, damit Sie im Tiefkühlschrank immer die Übersicht behalten. Das Aufbauen ist relativ einfach. Da der Rhabarber meist weiterverarbeitet wird, kann er direkt tiefgekühlt entweder in die Mikrowelle oder in einen Topf erwärmt werden. Bei Bedarf dann nur noch etwas Zucker hinzufügen, leicht einkochen lassen und fertig ist der Rhabarber. Wenn Sie noch mehr Details wissen möchten, schauen Sie doch auf unserer Webseite Kochen mit Genuss vorbei. Wir haben den Link zu unserer Webseite und zum Beitrag, bei dem wir das Thema Rhabarber einfrieren behandeln, unter diesem Video in die Videobeschreibung eingefügt. Vielen Dank!